Um 1878, dem verfluchten Jahr, wird mein Urahne Martin Götting, der eine Weber war, des Verbrechens angeklagt, ein Sozialist zu sein. Mit seiner Frau und 7 Kindern, 4 davon noch klein. Von der Polizei im Morgengrauen aus seinem Haus gejagt. Nicht ein Nachbar dort im alten Land bei Stade, der es wagt, das Verbot zu übertreten, Delinquenten, die verbannt. Ausgewiesen und geächtet sind auch nur die Hand. Zu geben Obdach, zu gewähren oder einen Bissen Brot. Tag und Nacht von der Willkür der Staatsgewalt bedroht. Fliehen die 9 Menschen nun für immer aus dem Land. In einer Welt, in einer Zukunft düster, kalt und unbekannt. Unterwegs stirbt Martin Göttings Frau nur ein paar Tage nach der Vertreibung, sie ist ohnehin schon krank und schwach. An Hunger, Kälte und Entkräftung, aber kein Pastor will sie christlich bestatten, schließlich bei Wintermoor. In der Heide irgendwo verscharrt er sie dann selbst im Wald. Zieht weiter Tage, Wochen, nirgends macht er lange Halt. Kommt abgerissen, schmutzig in Hannover, Schmünden an. Mit seinen Kindern halb verrückt vor Hunger packt er dann die Axt und stürmt in einen Laden, brüllt in seiner Not: Gebt mir Brot für meine Kinder oder ich schlage euch tot. Der Bäcker sagt nur: Halt, Genosse, hier in diesem Haus seid ihr willkommen, esst euch erstmal satt und ruht euch aus. Leben und Sterben der Ahnen als Sagen an mich den Erben weitergetragen, schrieb ich sie nieder und gebe sie wieder, haben doch mein vor meiner Zeit. All diese Leute schon so wie ich heute geliebt und gehasst. Und ich möchte, dass die Erinnerung an sie so schnell nicht verblasst. Amanda, meine Großmutter mütterlicherseits, ist Büglerin bei Seidenstickermann, schreibt nun bereits das Jahr 1914, sie führt einen zähen Kampf für den 8-Stunden-Tag, das Frauenwahlrecht schwitzt im Dampf. Und der Glut zwischen der Eisen, sie veröffentlicht nebenbei auch noch das ein oder andere Gedicht. In der Volkswacht damals das Organ der SPD. Reime über späte Rosen, die noch blühen im ersten Schnee. Geht in ihren Versen auch mit der Partei hart ins Gericht. Der Kriegskredite wegen, die druckt man natürlich nicht. Ganz Deutschland jubelt, weil der Krieg endlich beginnt. Erstickt die Stimmen der Vernunft da, wo sie noch zu hören sind. Musik.
Anno 1918 bricht bei Kriegsende in Kiel der Aufstand der Matrosen aus und es fehlt nicht viel, dass mein Großonkel Gustav stirbt, verletzt von einem Schuss. 7 Kameraden tot, er bleibt am Leben, doch er muss mit ansehen, während seine Wunde nur ganz langsam heilt, wie sich der Genosse Noskra aus Berlin herbeigeeilt, an die Spitze der Erhebung stellen lässt und sie verrät. Als der Soldatenrat es merkt, ist es längst zu spät. Gustav ist verbittert, tief enttäuscht von der Partei, die sein Leben ist, dennoch bleibt er weiterhin dabei. Bis ans Ende seiner Tage ein Parteisoldat. Ja, so einer kann sehr treu sein, so ein Sozialdemokrat. Die junge Deutsche Republik hat sich scheinbar befreit von alten Zwängen und auch meine Mutter ist zu jener Zeit 1929 noch recht jung und sie ist im Haus eines Patriziers der Tabakindustrie. Als Dienstmädchen, als sogenannte Perle angestellt. Und wenn ich Patrizier sage, meine ich so richtig altes Geld. Reichtum, wie er sich über die Jahrhunderte erhält. An dem Spinnweben kleben, der zu Goldstaub zerfällt. Bei Berührung und sich dadurch noch vergrößert und vermehrt. Meine Mutter also Finstorfen singt und steht am Herd. 2 Zimmerleute draußen bei der Arbeit singen mit. Auch den Sozialisten marschmettern sie laut zudreht. Der Hausherr kommt und sagt: Dora, wenn ich in diesem Haus noch einmal solche Töne hören muss, fliegen sie raus. Kurz darauf wird meine Mutter nachts von einem Schuss geweckt, findet ihren Dienstherrn tot im Sessel ausgestreckt. Fast so groß wie eine Faust ist das Loch in seiner Stirn. Dora fegt mit Handfeger und Schaufel sein Gehirn vom Teppich und die gnädige Frau will es nun mal so. Entsorgt es wie befohlen auf dem Dienstbotenklo. So geschehen damals nach dem großen Börsenkrach, jenem schwarzen Freitag, als die Welt zusammenbrach. Für die Herrschaft meiner Mutter plötzlich ruiniert. All das schöne alte Geld für immer futsch verspekuliert. Leben und Sterben der Ahnen als Sagen an mich den Erben weitergetragen. Schrieb ich sie nieder und gebe sie wieder, haben doch mein vor meiner Zeit. All diese Leute schon so wie ich heute geliebt und gehasst. Und ich möchte, dass die Erinnerung an sie so schnell nicht verblasst. »1936 steht an einem Tag im Mai. Mein Opa August am Poetenweg vorm Haus und hält dabei.
Seine Kuh am Strick lässt sie grasen, sieht von weitem schon. Beim Spaziergang in der inneren Emigration. Reichsinnenminister Severing im Zwangsruhestand. Der kennt Opa August, drückt ihm jovial die Hand. Na, was sagt Volkes Stimme denn so zu Hitlers Politik? Fragt der Opa und er sagt, Hitler bedeutet Krieg. Severing lacht und meint, Genosse, wenn wir zwei uns in 3 Jahren wiedersehen, ist der Spuk vorbei. Hier nehmen Sie die Zigarre, rauchen Sie die, guter Mann. Steckt sie in Opas Westentasche und entfernt sich dann. »1939 hat mein Vater Streit mit Wachtmeister Karwanke, der ist Nazi und der schreit. Nur ein Wort noch gegen unseren Führer und dann bist du dran.« Das meint er ernst, das weiß eh jeder, hat er doch schon viermal. Aus der Gegend Sozis, Kommunisten ins Kassett gebracht, die nie zurückgekommen sind, nur hat er nicht bedacht, dass Vater viele Freunde hat und in der Nacht darauf lauern ihm so an die 6 vermummte Gestalten auf. Nun verprügelt wird er diesmal nicht, es reicht, dass man ihm droht. Du weißt, am Tag, an dem sie Hermann holen, bist du tot. So bleibt Vater unbehelligt, immerhin ein kleiner Sieg. Nur wird er bald darauf Soldat, wieder beginnt ein Krieg. »1946, Nazi-Deutschland ist besiegt. Der Gemeinderat versammelt sich und von Karwanke liegt ein Gesuch vor, er will wieder Polizeiwachtmeister sein. Alle sind dafür, doch nur mein Vater stimmt mit Nein. Die Genossen schimpfen, Hermann, Mensch, es muss doch weitergehen. Du musst doch mal vergessen können und nach vorne sehen. Doch als er an der Entscheidung festhält bis zum Schluss, wird Nazi Karwanke nie mehr Polizist und muss. Stattdessen Gartenarbeit tun als Zivilist im Tagelohn, bis an sein Lebensende, aber wenn ich auch als Sohn. Über meinen Vater nicht nur Gutes sagen kann. Seine Haltung damals rechne ich ihm heute noch hoch an. Hier lasse ich die Geschichte enden, was danach geschah. Ist mir alles noch viel zu gegenwärtig, viel zu nah. An meinem eigenen Leben dran, ich meine in dem Sinn, in dem ich selber Täter, Opfer, Zeuge und Richter bin. War meinen Ahnen auch die SPD noch Sinn und Hintergrund? Ihres Daseins weiß ich jetzt im Jahr 2000 und dass die Partei für mich als Heimat niemals zur Debatte stand. Doch was die Alten sagen, wir vor 100 Jahren an Siebert. Der Kampf, die großen Ziele und die Solidarität hätte mich auch begeistert, doch kam ich nun mal zu spät.
auf diese Welt, denn alles ändert sich zum Glück. Sagen manche, ich sag leider, leider gibt es kein Zurück. Leben und Sterben der Ahnen als Sagen an mich den Erben weitergetragen, schrieb ich sie nieder und gebe sie wieder, haben doch meint vor meiner Zeit. All diese Leute schon so wie ich heute geliebt und gehasst. Und ich möchte, dass die Erinnerung an sie so schnell nicht verblasst.